Der Iran und der Westen streiten um die Atombombe, möglicher Krieg im Mittleren Osten nicht ausgeschlossen. Wie es nach den Wahlen im Iran weitergeht und wie die iranische Bevölkerung den Streit um Atombombe, Energie- und Wirtschaftssanktionen sieht, das besprechen wir jetzt mit Farhad Payar, dem Chefredakteur von Transparency for Iran auf sagwas.net. Farhad, am 6. März haben UNO-Sicherheitsrat und Deutschland, die sogenannten 5+1, wieder Gespräche aufgenommen mit dem Iran zur Frage der Atombombe und des Atoms. Haben solche Gespräche überhaupt Aussicht auf Erfolg, diese neuen Gespräche, die jetzt anfangen? Also ich gehe davon aus, dass es dieses Mal anders ist. Das heißt, die Voraussetzungen zum Gespräch anders sind. Seitdem die EU die Ölsanktionen durchgesetzt hat gegen den Iran und die iranischen Banken sanktioniert hat, steht der Iran unter einem enormen wirtschaftlichen Druck. Und sie haben zum ersten Mal, glaube ich, gesehen, dass der Westen es ernst meint. Also der Westen meine ich jetzt Europa und Amerika und Israel, dass sie es ernst meinen und mit den Sanktionen, mit der Atomfrage. Und deshalb hat auch der Iran im Februar vorgeschlagen, die Gespräche, die 2011 unterbrochen worden waren, weiterzuführen. Der Westen hat erstmal abgelehnt, jetzt haben sie zugesagt. Und ich denke, dieses Mal haben beide Seiten mehr Chancen, aufeinander zuzugehen. Weil der Iran hat jetzt Interessen, dass der Westen diese Sanktionen nicht noch mehr verstärkt. Und der Westen hat natürlich andere Interessen. Also die US-Regierung, der US-Präsident braucht ja so einen Erfolg in dieser Frage, weil im November sind die Wahlen. Also es sind bestimmte Interessen, die, sagen wir, so eine Chance für das Weiterkommen der Gespräche. Ja. Es ist ja inzwischen fast eine Frage der Ehre geworden, auch für das Mullah-Regime und Ahmadinejad, mehr denn als eine Stromfrage. Wie sieht man das denn in dem absolut heterogenen iranischen Volk? Kannst du da durch Gespräche eine Einschätzung abgeben, also wie das gesehen wird? Ja, es gibt leider keine Umfragen im Iran, werden nicht gemacht. Von dem, was ich mit Leuten geredet habe, also davon auszugehen, die meisten Menschen sind gegen die Sanktionen, die sind gegen die Atomenergie. Die fragen sich natürlich, viele fragen sich, also Filmemacher, Journalisten, mit denen ich geredet habe, fragen sich, warum braucht der Iran Atomenergie? Also ich meine, so ein Land mit so viel Sonne und Wind, also man kann ja erneuerbare Energien entwickeln. Aber es ist anscheinend, wie du sagst, eine Frage der Ehre geworden, dass der Iran sich unbedingt jetzt gegen den Westen, die Großmächte, durchsetzen will. Und ja, auch eine gefährliche Frage der Ehre. Israel überlegt, im Krieg anzufangen, Bomben zu werfen, genau. Bombe gegen die Bombe. Netanyahu war gerade in Washington, um das mit Obama zu besprechen. Der versucht, es abzuhalten. Wie groß ist die Gefahr, dass es zu so einem Krieg zwischen Israel und Iran kommt? Und was wären die Konsequenzen? Also die Konsequenzen wären verheerend. Natürlich, das wäre ein Flächenbrand in der ganzen Region. Aber ob jetzt dazu kommt, kann man jetzt natürlich nicht sagen. Die Gefahr besteht. Natürlich, die Gefahr besteht. Das sagen alle Experten. Das weiß auch die iranische Regierung. Deshalb gibt es auch Widerstand so innerhalb des Systems, innerhalb der Regierung, innerhalb des Regimes. Das heißt, es gibt ja Leute, die den Anschein erwecken, als würden sie den Krieg wollen, weil sie jetzt innerhalb der Bevölkerung keine Chance haben, weiter wie bis jetzt zu herrschen. Da sagen ja viele Experten, die wollen den Krieg, damit sie das Volk nochmal hinter sich stellen, weiß man nicht. Aber es kann wahr sein. Auf der anderen Seite gibt es ja welche, die sagen, wir brauchen keinen Krieg. Wir müssen jetzt die Wirtschaft, die jetzt ruiniert ist, die Ölindustrie liegt am Boden, die müssen wir aufbauen und nicht jetzt hier gegen den Westen sich durchsetzen zu wollen. Also die Mehrheit, mit denen ich von den Leuten, mit denen ich geredet habe, sind gegen die Atomenergie und gegen die Sanktionen, gegen den Krieg sowieso. Das haben wir auch gerade in den Wahlen gesehen. Ahmadinejad hatte schwere Schlappe bekommen, aus seiner Sicht jedenfalls. Ist das jetzt gut für die Reformer? Weil eigentlich haben ja vor allem konservative Politiker gewonnen. Also die Reformer sind sowieso jetzt ausgeschlossen von den ganzen politischen Entwicklungen im Iran. Die Hardliner, die müssen jetzt sehen, wie sie miteinander klarkommen. Und das ist auch jetzt eine neue Situation im Iran, weil bis jetzt waren die Hardliner immer zusammen. Ja, ob gegen die säkulare Opposition, gegen die Reformer. Jetzt gibt es auch nochmal eine Chance, dass man innerhalb der Hardliner einen Weg sucht, um den Dialog mit dem Westen aufrechtzuerhalten bzw. weiterzuführen.
Wenn es so weitergeht, das wissen Sie auch, viele haben Sie auch jetzt in der letzten Zeit sehr oft gesagt, wenn es so weitergeht wie bis jetzt, gibt es Hungersnot, gibt es Aufstand, gibt es Revolution. Und das wollen viele nicht. Und wie siehst du das? Wie groß ist die Chance auf eine friedliche Revolution und Umsturz des Regimes im Iran, was wir seit Jahren diskutieren, wir zwei auch? Also es gibt Experten, die sagen, der Iran ist das nächste Syrien. Das heißt, die Menschen werden auf die Straße kommen und für ihre Rechte, für mehr Demokratie, für bessere wirtschaftliche Lage demonstrieren und das Regime wird zurückschlagen. Also da sind viele Experten dieser Meinung. Also ich hoffe und ich denke, dass es Schritt für Schritt Reformen geben wird. Natürlich mit dieser Verfassung, die es jetzt gibt, wo ein einziger Mensch alles bestimmt, da gibt es absolut keine Chance zu reformen. Aber ich hoffe, dass es mit diesem Kampf innerhalb der Hardliner, dass es dort etwas geschieht, was man dann zur Änderung der Verfassung führt. Und das ist natürlich die Frage, wann. Es wird geschehen, aber wann, wissen wir nicht. Inshallah, hast du recht. Danke für das Gespräch.